Schönen guten Morgen. Willkommen zu dem Vortrag MySQL. Vielleicht war der ein oder andere gestern schon in dem Vortrag gewesen von mir eben über MySQL 8. Darf ich mal kurz um Handzeichen bitten, wer den schon gesehen? Okay, einige zumindest, okay. Es geht heute auch um MySQL 8. Allerdings geht das allermeiste, was ich heute sagen werde, auch bereits mit Release 5.7. Ich hatte aber gestern schon gesagt, dass ganz vieles von dem, über das wir heute sprechen, über Document Store und über Memcached und über die Verknüpfungen, dass das hochgradig optimiert wurde. Also von der Seite, es geht nicht explizit um MySQL 8, an dieser Stelle nicht falsch verstehen, aber vieles von dem, was ich heute sage, ist tatsächlich hochgradig optimiert worden in einem neuen Release von MySQL 8. Und wie gestern auch, fange ich relativ allgemein an. Warum verwenden Kunden MySQL? Ja, und jetzt frage ich einfach Sie, warum verwenden Sie MySQL oder warum glauben Sie, dass Kunden MySQL verwenden? Genau, da habe ich drauf gewartet. Lizenzkosten und das ist kostenfrei und es kostet nichts. Ich frage jetzt mal nach, würden Sie es auch einsetzen, wenn es nichts kosten würde und sehr langsam wäre oder oder unsecure oder wenn es buggy wäre? Ich würde es auch einsetzen, wenn es sehr teuer ist. Okay, gut, das ist eine gute Antwort. Na, also, worauf ich raus will, also das ist eine relativ typische Antwort. Ja, also man sagt MySQL und dann sagt jeder sofort, naja, das kostet ja nichts und deswegen nehme ich es. Die Wahrheit ist ein bisschen tiefgründiger. Also, dass es nichts kostet, dass es GPL ist, ist die eine Seite, aber auf der anderen Seite gibt es eben noch ganz viele mehr Aspekte, die man vielleicht auch betrachten sollte. Also es ist im Regelfall sehr, sehr schnell. Je nachdem, welchen Benchmark man da glaubt, sind wir die schnellsten und manchmal auch nicht. Und es ist im Regelfall alles sehr, sehr einfach zu verwenden und es sollte verschlüsselt sein. Man kann das auch auf anderen Plattformen machen, Lower TCO, das ist eben dieser kostet nichts Punkt. Und man kann es tatsächlich, also weltweit findet man entsprechendes Know-how. MySQL wird in den allermeisten Universitäten in der Welt, ich betreue nicht nur Deutschland, ich betreue auch afrikanische Länder, wird es eigentlich geschult. Man findet da eigentlich relativ gut Know-how. Und das führt dann in letzter Instanz dazu, da hatten wir gestern dann schon etwas länger drüber gesprochen, dass ganz viele Kunden MySQL verwenden. Und weil ich gestern jetzt auch wieder relativ oft gefragt wurde, gehe ich nochmal explizit ein bisschen mehr drauf ein. Ob das jetzt Facebook, Booking oder Uber ist vollkommen egal, ja. Also ja, man kann mit MySQL sehr, sehr große Datenmengen handeln, ja. Ob das jetzt der Sweet Spot ist oder nicht, weiß ich nicht. Das kann ich nicht wirklich beurteilen an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz, Booking.com, ein Mitarbeiter, Geoffrey Swagandier, hat mal was über Datenbankgrößen geschrieben in der Booking.com. Und dann hat er gesagt, und die größte Datenbank, die wir einsetzen, das waren 38 Terabyte. Also ich würde nicht sagen, dass das eine normale Datenbank ist. Aber wenn ich eine Frage bekomme, also kann ich so ein paar Gigabyte Daten in MySQL handeln, dann ist das auch keine so ganz normale Frage, weil ja, also das geht. Und das vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und ich bin dann auch gestern nochmal drauf angesprochen worden, also ich möchte an dieser Stelle gar nicht den Eindruck erwecken, dass Facebook nur MySQL macht. Und das gilt für Booking und Uber und wahrscheinlich für jeden anderen auch. Die machen auch andere Datenbanken, aber mal zumindest bei Booking, bei Facebook und auch bei Uber ist es tatsächlich so, dass MySQL die größte oder von den Datenmengen oder von der Wichtigkeit, von der Anzahl her, je nachdem wie man sieht, zumindest mal eine sehr, 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 sehr relevante Rolle hat. Gut, das lassen wir jetzt mal ein bisschen beiseite. Die Session von gestern ist ja, glaube ich, auch aufgezeichnet worden. Wer da noch Interesse hat, kann sich die auch gerne nochmal anschauen. Ich gehe noch auf zwei weitere Statistiken ein an dieser Stelle. Das eine ist die Stack Overflow Statistik und da ist MySQL im Regelfall immer sehr positiv betrachtet. Das ist an dieser Stelle jetzt gar nicht so relevant für mich, für uns. Viel wichtiger an dieser Stelle ist, was kommt dann danach? Und ich möchte jetzt gar nicht sagen, besser oder schlechter, sondern ich möchte einfach jetzt nochmal verstehen, was sind denn so die Technologien, die auch eingesetzt werden? Und das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man um MySQL 8 redet und ja, wo geht denn der Zug hin? Also gut, jetzt SQL-Server, den kennen Sie höchstwahrscheinlich, ganz grundsätzlich relationale Datenbank. Postgres, auch hier kennt jeder relationale Datenbank. Mongo, ja, Mongo interessant, nicht? Also ich meine, fast 26% von diesen, weiß ich nicht, 60.000 Entwicklern haben darauf gearbeitet, dass sie das gerne verwenden. Da muss man mal schauen. SQLite, auch das kennen Sie mit Sicherheit. Auch hier ganz spannende Frage. Was wird da gemacht? Wieso macht man das? Und das kann man dann erweitern bei Redis und dann geht das ganze Spiel eben die ganze Zeit weiter. Aber mal ganz grundsätzlich so, also relationale Datenbanken, ich sag mal so im oberen Drittel, dominieren MySQL, SQL und Postgres.
Dann kommt eine Documents-Datenbank, tatsächlich keine relationale Datenbank, zumindest mal keine Sweetspot-relationale Datenbank. SQLite lasse ich mal ein bisschen weg und Redis, da reden wir dann im Endeffekt über Key-Value-Stores. So, wenn man das jetzt noch mal ein bisschen weiter betrachtet, das ist dieselbe Studie. Was sind denn so die populären Technologien? Also da gibt es dann JavaScript und im nächsten kommt dann tatsächlich Node.js. Und ganz ehrlich, je nachdem auch hier wieder, wenn man so ein bisschen den Länderfokus zieht und einfach mal guckt, was sind denn so die großen Entwicklungsländer, da würde ich Deutschland jetzt nicht unbedingt dazu zählen, aber da finden Sie überall Node.js rauf und runter und JavaScript. So, und dann hat man sich bei MySQL wohl vor vielen Jahren Gedanken gemacht. Dieser Trend ist schon länger so, das ist nicht erst jetzt seit diesem Jahr. Letztes Jahr gab es auch eine Studie davor auch. Also was müssen wir denn tun, damit MySQL halt immer noch attraktiv bleibt für die Entwickler? Und das, was wir oder das, was das Product Management entschieden hat, das ist letztlich dann in MySQL 8 eingeflogen. Wie gesagt, große Teile davon haben auch schon mit dem Release 5.7 funktioniert, aber so richtig gut funktioniert es eigentlich erst alles mit dem MySQL 8 Release. So, MySQL 8 wurde in diesem Jahr announced, im April irgendwann. Das war ganz lange in der Entwicklung, tatsächlich sehr viel länger wie die 3 Jahre, zumindest einzelne Bestandteile von MySQL waren da sehr viel länger gewesen. Da gibt's ganz viele zusätzliche Worklogs und ich weiß nicht dann immer, ob ich mich über diese 5000 plus Bugs, die gefixt wurden, soll ich mich darüber freuen oder? Also gut, auf alle Fälle, sie sind da, ja. Und wenn man denn auch wissen will, wie geht's denn weiter, sollten Sie wissen, es gibt diesen Worklog-Server, der steht auf mysql.com im Dev-Bereich zur Verfügung. Und da können Sie, wie gesagt, sehen, was sind die Produkte, was sind die Funktionalitäten, die umgesetzt wurden, wie sind die umgesetzt worden, warum sind die umgesetzt worden. Da findet man relativ schönen Hintergrund dazu. Und wie gesagt, da können Sie einfach vertiefen. Und ja, ich will nicht groß auf MySQL 8 eingehen, aber vielleicht so 2, 3 Punkte. Was hat sich so groß geändert? Also die erste große Änderung an dieser Stelle ist das Native Data Dictionary. Das war letztlich auch der Grund, warum die Entwicklung so lange gedauert hat. Also alles, was man so von vorher noch kannte, MyISAM, was in MyISAM gespeichert wurde, intern und extern. Man kann es immer noch verwenden, es ist eine optionale Storage Engine, aber intern läuft tatsächlich jetzt alles auf Basis von InnoDB. Da kann man jetzt lange drüber reden, Asset Compliance, DDL und DML Statements, da kann man drüber reden, dass die Datas jetzt nicht mehr korrupt sind und so weiter und so fort. In erster Linie geht es hier um Scalability, also man möchte einfach höher skalieren als das, was man mit dem Release 5.7 heute macht und alles andere ist nice to have und ist schön und wird vom Marketing entsprechend auch aufgepustet, aber im Endeffekt geht es hier um Scalability. So, dann gibt es eine ganze Menge Änderungen in der Security. Hier gibt es vor allen Dingen 2 Änderungen, die Sie wissen sollten, die Sie vielleicht aber auch schon gesehen haben. Das erste ist, MySQL 8 by default ist immer verschlüsselt. Also die ganzen Connections zu MySQL 8 sind alle SSL-TLS basiert. Das war in den späten Releasen von 5.7 auch schon so gewesen. Da gab es eine Änderung im 5.7, aber im Release 5.6 war es halt noch nicht so. Gut, wenn man dann entsprechende Performance-Benchmarks macht, da hatte ich dann gestern ein bisschen was drüber erzählt, muss man eben sehr, sehr aufpassen, dass man Äpfel mit Äpfel vergleicht. Also wenn ich halt einfach gucke, wie hat das alte Release skaliert, wie skaliert das neue Release, muss ich entweder die eine Security ausschalten oder die andere Security einschalten, weil sonst einfach die Skalierungswerte nicht so richtig passen. Und dann gibt es eine große Änderung. Das ist nicht groß reported worden. Ich glaube aber trotzdem, dass man es wissen sollte. Im Release 5.7, wenn man die Unterschiede sieht zwischen dem Community und dem Commercial MySQL, das ist zunächst erstmal die Lizenz, und der letzte Unterschied, der im 5.7 da gewesen ist, war, dass wir in 5.7 die sogenannten YASL-Binaries verwendet haben, während wir in der kommerziellen Version die OpenSSL-Binaries verwendet haben. Das war 5.7. MySQL 8 an dieser Stelle verwendet nur noch OpenSSL. Also man könnte auch sagen, dass die Community Commercial Edition von MySQL, mal abgesehen von der Lizenz, identisch sind. Das ist so. Machen Sie einfach einen Diff auf das Binary, dann sehen Sie die entsprechenden Ergebnisse. Gut, nächster Punkt, MySQL Client, den überspringe ich ein bisschen, weil da werden wir tiefer drauf eingehen. Und den Punkt Documents, den werden wir auch drauf eingehen, da gehe ich auch ein bisschen oben drüber. Im SQL-Bereich, da hat sich einiges getan. Der Markus Wienand, der vorher den Vortrag gehalten hat, vielleicht war der ein oder andere da gewesen, hat einen sehr schönen Blog geschrieben, was sich alles in SQL geändert hat zwischen 5.7 und 8 und auch im Vergleich zu den Mitbewerbern. Also ich verweise jetzt einfach mal auf seinen Blog, aber im Großen und Ganzen hat man einfach die SQL-Sprache etwas erweitert.
Da sind die sogenannten WIF-Clauses drin, also CTE, Common Table Expressions, Kursiv und Rekursiv. Da gibt es jetzt, es gibt Invisible Indexes. Es gibt ganz, ganz viele zusätzliche Funktionalitäten. Wie gesagt, gucken Sie einfach in der Dokumentation oder für einen Überblick von der Präsentation gestern. Und dann gibt es ganz, ganz viele andere Sachen. Wenn wir MySQL 8 releasen, dann heißt das nicht nur, dass es eine neue Datenbank ist, da gibt es diese ganzen anhängenden Produkte eben auch, also Docker-Images, da gibt es die Workbench, da gibt es die Konnektoren und. Also das ist schon immer ein relativ großer Aufriss. Man sieht letztlich immer nur die MySQL 8 Datenbank. Genau genommen hängt da aber ein ganzer großer Rattenschwanz hinten dran und die ganzen Produkte sind zumindest mal in der Mehrheit abgedatet worden. Das gilt noch nicht für alle Connector, aber die meisten sind tatsächlich schon mit abgedeckt worden. Gut, dann könnte man jetzt hier noch drauf eingehen. Wie gesagt, es sind irgendwie 400-500 neue Funktionalitäten. Interessiert uns an dieser Stelle jetzt erstmal nicht. Wenn Sie da weitere Informationen haben wollen, wie gesagt, entweder die Session oder Sie kommen einfach nachher mal im Stand. So, die erste große Änderung, die ich immer gerne publiziere, es gibt einen neuen MySQL-Client. Sie können diesen alten Client, also den MySQL-Client und auch die Workbench natürlich weiterverwenden. Ich werde heute jetzt in der Session auch alles drei verwenden. Nichtsdestotrotz, der Trend wird dahin gehen, dass man mit der MySQL Shell arbeitet. Die sieht ein klein wenig anders aus, die bietet eine ganze Menge mehr Funktionalitäten, aber das ist so die erste große Änderung, wenn man mit MySQL 8 sieht, die man, wenn man es weiß, wahrnimmt. Ganz, ganz viele Dinge, die mit MySQL 8 gehen, also zum Beispiel das ganze Clustering und so, gehen ganz besonders einfach mit der MySQL Shell. Je nachdem, wie ich vom Zeitfenster her liege, ich habe eine ganze Menge Demos vorbereitet, zeige ich die Ihnen dann ganz zum Schluss, weil eigentlich geht es nicht um Clustering, aber die kann man da sehr, sehr schön verwenden. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass der MySQL Client, den klassischen MySQL Client, den Sie wahrscheinlich kennen, den gibt es nach wie vor, den kann man nach wie vor verwenden. Genauso auch die MySQL Workbench, die ist auch nach wie vor da, da gibt es jetzt die Version 8. Wie der Name halt schon impliziert, kann man da mit MySQL 8 auch arbeiten und ist natürlich rückwärtskompatibel. Die sind also nach wie vor da, nur wie gesagt, der Fokus liegt da schon sehr stark auf der MySQL Shell. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was diese MySQL Shell alles so macht und wie die tatsächlich dann aussieht. Jetzt muss ich dazu sagen, ich verwende hier auf meinem Client ein VirtualBox, das ich gerade nicht sehe. Und dieses VirtualBox, darunter läuft ein Linux. So, ich habe erstmal auf diesem Linux, auf dieser Instanz noch gar nichts groß gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe da einfach mal die ganzen MySQL-Komponenten installiert. Ich habe die hier mit YAML installiert, YAML install MySQL Server, MySQL Shell, MySQL und dann habe ich eben diese entsprechenden Packages. Wenn ich jetzt aber einfach mal schaue, MySQL-technisch gesehen läuft da noch gar nichts. Also die sind zwar installiert, die Packages, aber ganz ehrlich gesagt, gemacht groß habe ich an dieser Stelle noch nichts. Gut, jetzt muss ich parallel, damit ich nicht den Faden verliere, mein Skript hier öffnen. So, das Erste, was wir machen, ist, wir rufen die MySQL Shell auf. Ja, ich hatte es ja schon eben propagiert, die MySQL Shell, super Sache. Da fällt zunächst erstmal auf, dass die standardmäßig im JavaScript-Mode läuft. Die kann man entsprechend konfigurieren, dass sie in SQL läuft oder in Python läuft. Und ja, man kann tatsächlich die MySQL Shell mit JavaScript und mit Python verbandeln. Man kann den Code entsprechend verbandeln, man kann den Code entsprechend ausführen. Wenn ich zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel hier, einfach mal einen Count setze und den dann zählen lasse. Und dann ausführen lasse. Kriegt man vielleicht so einen ersten Eindruck, was man mit der MySQL Shell machen kann. Also wenn es um SQL-Befehle geht, wenn es um die Integration von SQL, jetzt in diesem Beispiel zum Beispiel in Python geht, das ist super easy. Also ich bin absolut kein Entwickler. Ich habe
auch keine vertiefenden Python-Kenntnisse, aber nichtsdestotrotz, also auch relativ komplexe Abfragen und relativ komplexe Dinge kann man in dieser MySQL-Shell super, super einfach abbilden und super, super einfach lösen. Ich habe an dieser Stelle jetzt MySQL-technisch noch gar nichts gemacht, außer dass ich die MySQL-Shell habe. Ja, also der nächste Punkt wäre ja dann tatsächlich, dass ich sage, okay, also damit es jetzt auch irgendwie mal ein bisschen MySQL-lastiger wird, wollen wir ein neues MySQL ausrollen. Das, was Sie früher gemacht haben, geht nach wie vor. Also MySQL und dann können Sie ja MySQL installen, Sie können das Passwort crappen aus den Logdateien, das haben Sie wahrscheinlich alles schon mal gemacht. Ja, kann man tun, aber man kann die MySQL-Shell eben jetzt auch verwenden, um ein neues MySQL auszurollen. Und das ist tatsächlich denkbar einfach. Also ich mache hier deploy sandbox instance und dann gebe ich das Root-Passwort an und in einer Sekunde habe ich eine MySQL-Installation, die dann auf Port 3501 hört. Die werde ich jetzt dann auch zukünftig verwenden. Also man kann die sehr, sehr einfach hochbringen, man kann die sehr, sehr einfach auch wieder an dieser Stelle dann zerstören. Ich will auf diese Instanz von mehreren Clients zugreifen, unter anderem von meinem Windows-basierten PC. Dementsprechend brauche ich als allererstes mal ein Benutzer, der die entsprechende Berechtigung hat. Gut, das Erste, was ich machen muss an dieser Stelle, ist, ich muss mich erstmal verbinden auf mein MySQL. In diesem Beispiel ist es dann root at localhost auf Port 3501. Und damit, wenn wir nachher das Clusterbeispiel haben, auch alles das, was ich jetzt auf dieser Instanz mache, dann nachgezogen wird. Ich baue jetzt einfach mal den Cluster gleich mit auf und sage, okay, das gibt eine Cluster-Instanz, dieser Cluster heißt dann MySQL Cluster, dass wenn ich nachher die anderen Server mit dazu nehme, dass sie den gleichen Status Quo haben. Gut, ich bin jetzt auf dieser Instanz drauf und das nächste, was ich brauche, ich hatte es eben schon gesagt, ist, ich brauche User und zwar User, die irgendwie mehr haben als nur Localhost. Und leg mir einfach jetzt hier meinen Benutzer an, create user at everywhere, identified by welcome one explanation mark, ein Standardpasswort. Und damit ich da auch gar keine großen User-Berechtigungen dann später bekomme, gebe ich dem gleich einfach mal alles, was irgendwie denkbar ist und mache den zu so einem Art zweiten Root. Soweit erstmal. Sie sehen, mit der MySQL Shell kann man genauso arbeiten wie vorher auch. Wie gesagt, es gibt diesen Python-Mode, es gibt diesen JavaScript-Mode. Da kann man eine ganze Menge mehr machen. Wir werden das jetzt, wie gesagt, im Laufe des Vortrags immer mehr vertiefen. Gut. Ich sehe meine Präsentation nicht. So, weiter geht's. Was machen Kunden? Ich hatte vorhin gesagt, Facebook und Uber und ach, alle möglichen Kunden. Ja, was machen die jetzt damit? Und ich sag mal, wenn man da mal so guckt, würde ich mal sagen, diese drei Sachen machen die eigentlich. In Reihenfolge, deswegen wird es auch ein bisschen dunkler, deswegen wird es ein bisschen heller. Also relationale Datenbanken. Ich glaube, das glauben sie mir, da brauchen wir nicht groß drauf einzugehen. Also so ein bisschen wie Microsoft SQL und Postgres und auch Oracle ist da dabei. Ja, also so im Großen und Ganzen, das macht MySQL, das lassen wir mal ein bisschen außen vor. Was MySQL auch macht, das macht es auch schon relativ lange, MySQL kann über das Memcache-Protokoll als Key-Value-Store adressiert werden. Da wird es jetzt schon ein bisschen spannend, weil hier steht so ein bisschen wie Redis und an dieser Stelle jetzt also wirklich nicht falsch verstehen. Ich will nicht sagen, dass MySQL ein Redis-Ersatz ist. Ich würde auch nicht sagen, dass MySQL ein Mongo-Ersatz ist. Genauso würde ich das zu Microsoft SQL Server auch nicht sagen. Man kann gewisse Dinge tun und manche Sachen funktionieren super klasse und andere Sachen funktionieren halt nicht so gut. Aber mal die Grundidee des Key-Values, die in Redis halt nun mal existiert, kann ich mit MySQL auch tun. Und das Gleiche an dieser Stelle mit Document Store. Und beides möchte ich Ihnen eigentlich jetzt sehr gerne zeigen. Wir fangen mal an mit, wie gesagt, relationalen Datenbanken. Ich glaube, das glauben Sie mir. Also auf Basis von InnoDB, Asset Compliance, da kann man ganz, ganz viel machen, kann man ganz, ganz große Tabellen speichern. Das ist aber nicht die Idee. Ich bringe es hier nur mal auf, weil wir reden ja immer über dieses Data Normalizing, ja, über Foreign Key Approaches und ganz vielen Tabellen, die dann irgendwie alle gecrossed und gemerged sind. Ja, kann man tun mit MySQL. Da werden wir uns aber jetzt ein bisschen wegbewegen davon, auch wenn das der Sweet Spot ist. Und wir reden jetzt erstmal über einen Key-Value-Store. So, warum? Warum gibt es Kunden, die den Key-Value-Store verwenden? Und also mal abgesehen davon, dass es sehr einfach ist, ist es auch sehr, sehr schnell.
Also in dem Moment, wo ich wirklich Höchstleistung brauche, ist der Key-Value Store, weil er macht halt kein Parsing, er macht kein Optimizing, er macht alle diese Sachen, die ein normales SQL tut, macht der nicht und dementsprechend ist er rasend schnell. Ich habe die Werte für 8 nicht. Ich kann sie nicht sagen. Bei MySQL 5.6 hatten wir gesagt, es ist etwa 10-mal so schnell wie das äquivalente SQL-Produkt. Dann kam irgendwie MySQL 8 und dann hatte ich diese Folie gefunden und die sagt dann irgendwie nochmal, es ist 4-5-mal schneller. Also wie viel mal schneller es jetzt wie SQL ist, ich weiß es nicht. Aber wir hatten früher immer gesagt, 15 bis 20 mal schneller. Wahrscheinlich ist es jetzt sogar noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Also wenn es um Performance geht, ist dieser Key-Value-Store super. Dann fragt man sich, naja, wann geht's denn um Performance? Und dann hatte ich gestern in dem Vortrag zum Beispiel gesagt, naja, also für Facebook, da geht's vielleicht nicht nur um Performance, sondern es geht halt auch um Skalierung. Und die haben diesen Key-Value-Store-basierten Prozess sehr, sehr lange verwendet. Die machen die mittlerweile nicht mehr, aber den haben die sehr, sehr lange verwendet. Es war auch einer der Key-Contributoren für diese Technologie, um eben ihre Facebook, was immer die da auch gesammelt haben, Daten in MySQL reinzupumpen. Technisch gesehen ist es relativ einfach. Also wie gesagt, sie haben hier das Standard-SQL, das blenden wir an dieser Stelle mal jetzt ein bisschen aus. Und sie haben die Applikation, genau genommen hätten sie dann auch wieder den MySQL-Connector. Und der MySQL-Connector hat die Möglichkeit, über das sogenannte Memcached-Protokoll direkt mit dem MySQL-Server zu kommunizieren. Und Sie sehen schon, alles, was irgendwie MySQL ausmacht, Optimizing, Indexes und hier und da und hopp, das fällt weg, das Memcache-Plugin pumpt die Daten direkt in die InnoDB-Storage rein, Engine rein. Die Daten sind nach wie vor persistent, der große Vorteil gegenüber dem normalen Memcache, und Sie können die Daten sehr, sehr schnell auslesen, Sie können die Daten sehr, sehr schnell lesen, und wenn Sie die auswerten wollten, diese Daten, haben Sie halt nach wie vor, es ist klassisches InnoDB, die Möglichkeit, das über SQL zu tun. Relativ einfach. Gut, und das machen wir jetzt mal. Darf ich mal fragen, hat jemand schon mal Key-Value-Store mit MySQL verwendet? Das gibt es seit Version 5.6. Super. Und wenn ich was falsch mache, dann müssen Sie mir das gleich sagen. Ja? Gut, also. Ich hatte jetzt MySQL installiert und habe gar nichts groß an dieser Stelle konfiguriert. Für dieses Memcache-Protokoll gibt es so 2-3 Schritte, die Sie machen sollten. Ich nehme hier einfach dieses Beispiel der Dokumentation auf. Also wenn Sie das nachvollziehen möchten, in der Dokumentation ist genau dieses Beispiel beschrieben. So, und das allererste ist, es gibt da so ein Schema, so ein vordefiniertes Schema, was man verwenden sollte, was dann ein entsprechendes Mapping vornimmt, von der Syntax über die Datenspeicherung. Wie gesagt, ich übernehme hier einfach dieses Standardbeispiel und importiere mir dieses SQL. Dieses SQL-Schritt macht nichts anderes, als dass es eine temporäre Tabelle anlegt. Diese temporäre Tabelle dient mir letztlich als Mapping meiner SQL-Kommandos zu meiner Tabelle. Wir werden es auch gleich sehen. Ich habe die einfach importiert, Passwort. Ich glaube, das ist relativ einfach. Und wie schon gesagt, der MySQL-Client, der klassische MySQL-Client, wenn ich denn das Passwort richtig eingegeben hätte. Deswegen fake ich das immer ein bisschen und mache immer Copy und Paste. Funktioniert nach wie vor. Gut, der erste Schritt habe ich gemacht. Ich habe dieses Default-Schema installiert. Der nächste Schritt ist, für dieses Memcache-Plugin gibt es ein eigenes Plugin, wie es der Name schon sagt. Dieses Plugin muss ich laden. Ein Start-Stop von dem Plugin wäre ein entsprechender Unload und Reload und es wäre auch wieder da. Das war's. So, ich kann an dieser Stelle jetzt mit MySQL schon über das Memcache-Protokoll kommunizieren. Wie gesagt, ich habe keinen allzu großen Entwicklerhintergrund. Da ist es immer ein bisschen schwer, aber das Schöne an dem Telnet ist, das Schöne an dem Memcache ist, das kann man auch über Telnet ansprechen. Das versteht jeder. Also deswegen Telnet 127.001. So, und standardmäßig ist es konfiguriert auf Port 11.2.11. Und ich bin drauf. Und wenn ich da jetzt mal gucke, ich bin tatsächlich auf meiner MySQL-Instanz jetzt drauf, wenn ich jetzt einfach mal sage, okay, was gibt's denn da? Da gibt es einen Wert AA, das weiß ich auch nur, weil ich nachgeguckt habe in dieser Testtabelle, das ist jetzt nicht irgendwie besonders gut. Und den Wert brauche ich auch gar nicht und deswegen kann ich den Wert jetzt auch ganz einfach löschen.
Ganz einfach. Und das, was ich hier halt mache, also mit Get, Set, Update, Delete, das könnten Sie entsprechend halt auch mit Ihren Konnektoren machen. Soweit ist es unspannend. Der Punkt ist halt einfach, es geht sehr, sehr, sehr viel schneller als mit klassischem SQL. Genau das ist der Vorteil. So, wir brauchen jetzt aber tatsächlich ein paar Daten. Und die gebe ich jetzt mal ein. Es geht hier um Autokennzeichen. In der Hoffnung, dass das ja jeder kennt. HU ist Hanau, da komme ich her. Bitte? Und BN ist Bonn, nicht? Und Köln ist, hoffe ich, kein. Gut, soweit, so einfach. Wie gesagt, ich habe einen Port 1112, ich habe Daten reingeschrieben, ich habe Daten rausgelesen. Jetzt ist natürlich die Frage aus MySQL-Sicht, wie sieht das aus? Ich könnte jetzt das Ganze in der MySQL-Shell machen, aber ich möchte Ihnen auch dieses andere Produkt nicht vorenthalten, die Workbench. So, ich habe die Workbench konfiguriert, dass sie auf diesen Server zugreift. Und in einer Sekunde, wenn die dann da ist und der Bildschirm richtig aufgelöst wird. So, sehe ich, also das ist hier tatsächlich mein MySQL-System, was ich eben aufgesetzt habe. Da gibt es dieses InnoD Memcached, da gibt es die Definition, wie die Tables zu mappen sind. Da gibt es diese Tabelle Test und da gibt es diese Temp-Table-Test und diese Temp-Table-Test, das ist tatsächlich die, wo ich die Daten jetzt reinschreibe. Wie gesagt, ich habe das alles standardmäßig übernommen, das können Sie natürlich konfigurieren, wie Sie wollen. Auch hier diese Definition der Column C3, C4, C5, also C3 ist der Identifier, soweit ich das weiß, auf Basis Memcache-Protokolls, C4 wäre die Lifetime und C5 wäre die Länge des Blocks. Kann man alles automatisieren, ich habe jetzt einfach nur den ganz normalen Standard übernommen und Sie sehen schon, das ist eine ganze MySQL, ganz normale MySQL-Table und mit entsprechenden SQL-Kommandos könnte ich die jetzt hier hoch und runter nudeln, so wie Sie das wahrscheinlich auch tagtäglich dann schon tun. Gut, das wäre der Zugriff über das sogenannte Memcache-Protokoll. Wie gesagt, das ist nichts Neues in MySQL, nur das setzt sich langsam immer mehr durch. Immer mehr Kunden verwenden das und unter anderem halt eben deswegen, weil sie sagen, naja, man, es gibt's auch Redis, aber wenn ich halt nicht die volle Funktionalität von Redis brauche, kann ich das in MySQL auch sehr schön verwenden. Und da bietet sich das an. Es gibt da auch funktionale Vorteile, an denen ich dann ganz am Ende nochmal drauf komme. Gut, wir machen jetzt weiter mit der Präsentation. Memcache-Plugin, oder gibt es soweit Fragen? Ich glaube, das war ja sehr einfach gewesen. Ja, es wird auch nicht sehr viel schwerer. Gut, dann gehen wir weiter mit dem Document. So, man sieht es jetzt schon anhand des Bildes, da geht es jetzt um ein bisschen was anderes. Also ganz genau genommen geht es um das Gegenteil. Das Gegenteil von diesem Key-Value-Store. Da ist immer alles einfach und simpel und irgendwie schön strukturiert. Da ist schon klar, dass es schnell ist. Aber es gibt eben diese andere Tendenz. Und diese andere Tendenz, Sie erinnern sich vorhin, die Nummer 4 nach Postgres war Mongo gewesen, ist eben, dass ich tatsächlich ganze Bundles an Dokumenten habe und diese Dokumenten also einzeln dann in diesem Beispiel, hatte ich mir gedacht, so abgeheftet werden dann mit einer Büroklammer. Das heißt, ich habe diese schöne strukturierte Welt, aus denen wir kommen, haben wir jetzt auf einmal nicht mehr, sondern wir haben irgendwie ganz viele Informationen, die wir tatsächlich in einem Dokument speichern, in einem JSON-Dokument speichern und die sollen jetzt eben auch in MySQL verarbeitet werden. Und wie gesagt, ob man das jetzt gut findet aus DBA-Sicht oder ob man das schlecht findet. Viele sagen unstrukturierte Daten, das will ich nicht, es wird trotzdem verwendet. Und das ist vielleicht so der Punkt. So, und also worum geht es bei dem MySQL Document Store? Und da ist eigentlich die Idee, dass man sagt, okay, easy to work with JSON-Daten. Also so schnell wie es geht, so optimal wie es geht und trotzdem soll das Ganze irgendwie noch relational bleiben. Das ist die Idee dahinter. So, wie haben wir das gemacht? Im Release 5.7, schon viele Jahre her,
Da haben wir den sogenannten JSON Data Type definiert. Und dieser JSON Data Type, der speichert natives JSON mit ganz vielen Optimierungen. Da kann man ganz viele Dinge tun. Da kann man generierte Columns draus machen. Wir werden das auch gleich tun. Und an dieser Stelle ist eben diese Idee geboren worden. Naja, also wir gucken einfach mal, wie das Mongo macht. Und wir versuchen das an dieser Stelle so ein Stück weit nachzubilden. Und das ging dann relativ schnell. Was man jetzt aber noch sagen muss, was MySQL Stand heute noch fehlt, ist eben dieser Scale-Out Approach. Also auf einem Server funktioniert das alles super. Aber was ist denn, wenn ich 10 oder 20 Server haben will? Da muss man sagen, diese Sharding auf 20 Servern auf Basis von SQL ist ziemlich komplex. Da beißen wir uns schon einige Jahre die Zähne aus. Aber das Sharding auf Basis von JSON-basierten Dokumenten ist relativ einfach. Es ist nicht da, aber zumindest mal arbeiten wir da dran. Da gibt es auch entsprechende Vorträge schon, die man sich anschauen kann. Und das ist letztlich die Idee. Also man kann das relativ einfach nachbilden. Und dann werde ich immer gefragt, ja, wie machen wir das? Und dann sage ich, naja, also anscheinend machen wir es so wie Mongo, weil immer wenn ich das dann erzähle, wird gesagt, naja, so macht's Mongo auch. Also behaupte einfach mal, das ist so. Gut, dieses JSON-Type, was wir in 5.7 implementiert hatten, Native Internal Binary, ganz viele Optimierungen, ob das jetzt irgendwelche Suchen sind, ob das irgendwelche Indizes sind, man kann das speichern, Punkt. In dem Moment, wo Sie was anderes eingeben, aus JSON kriegen Sie einen Output, ja, ist falsch. Auch das werden wir gleich machen. So, da muss ich jetzt aber aus SQL-Sicht mitarbeiten können. Also in diesem JSON-File stehen ja Informationen. Die möchte ich vielleicht aus SQL-Sicht verwenden. Möchte ich zum Beispiel einen Join drauf machen? Kann unter Umständen Sinn machen. Das werden wir nämlich dann auch gleich tun, dass ich aus einem relationalen Modell auf ein Document-Store-basiertes Modell einen Join mache, indem ich mir einfach nur die relevanten JSON-Daten raussuche. Dazu muss ich aber mit den Built-in-Funktionalitäten des JSONs arbeiten können. Und das machen die JSON-Functions. Wie gesagt, ist nichts Neues. War in 5.7 schon drin, wurde jetzt im MySQL 8 nochmal erweitert. Ein Key-Konstrukt von den JSON-Funktionalitäten sind die sogenannten Generated Columns. Das ist keine spezielle JSON-Document-Store-basierte Funktionalität, das ist eine generelle Datenbank-Funktionalität. Ich habe eine Column 1, ich habe eine Column 2 und Column 3 ergibt sich aus 1 und 2. Ganz klassisches Beispiel. Hier wäre es tatsächlich so, dass ich mir tatsächlich die Datentypen aus dem Dokumenten-Store herausziehe und auf Basis derer dann zum Beispiel einen Index bilde. Ob das dann Sinn macht oder nicht, weiß man nicht, aber zumindest mal technologisch ist es möglich. Und wie gesagt, die Daten, die wir in das MySQL einpflegen, die JSON-Daten, die werden überprüft. Gut, dann gibt es, wie gesagt, diese JSON-Functions. Da gibt es zwei, die sollten sich merken, die brauchen wir. Das ist einmal das JSON-Unquote, das ist ganz simpel. Also alles, was in Gänsefüßchen steht, wird gelöscht. Und dann gibt es das JSON-Extract, das ich nicht sehe. Also irgendwo auf der Folie steht... Ja, genau, da das JSON-Extract. Genau, die zwei brauchen wir dann auch gleich, die sollten sich merken. JSON-Extract heißt, dass ich mir tatsächlich ein Datenfeld, ein Datentyp aus meinem JSON-Dokument heraussuche und JSON-Unquote heißt einfach, dass ich diese Gänsefüße entferne. Gut, dann nochmal zum kurzen Zusammenfassung. Das ist die Welt, wie Sie die DBA sehen. Ja, also ich habe hier die verschiedenen Tabellen und über entsprechende Joins kriege ich dann das Gesamtbild. Also ich normalisiere das irgendwie so gut wie möglich, ja, damit ich hier maximalen Throughput habe. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, Throughput, ist das heute eigentlich überhaupt noch so die Riesensache? Weil wir haben ja super viel Arbeitsspeicher und wir haben die Cloud und Netzwerk und so. Also definitiv, dieses Performance-Thema ist nicht mehr so kritisch wie vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren, wo das Jahr 2000-Problem noch existiert hat. Ja, so und dann macht der klassische Entwickler eigentlich einen anderen Ansatz, dass er sagt, ich erzeuge ein Dokument, ein JSON-basiertes Dokument und das sieht dann etwa so aus. Und das sieht man ja tatsächlich, naja, mal ganz grundsätzlich machen das, es gibt dieselbe Information her, aber die Art und Weise, wie es gespeichert ist, ist eben ganz anders. Das ist hochgradig optimiert. Ich will nicht sagen, dass das komplett unoptimiert ist, aber es ist halt unstrukturiert. Und dieses Unstrukturierte, das ist genau das, was es für Entwickler so spannend macht, weil man muss sich eben halt nicht mal an irgendwelche starre Konstrukte halten. Man kann halt ganz, ganz einfach mal ein Feld dazu nehmen, mal eine Column dazu nehmen. Dieses ganz Restriktive, was die DBAs ja tatsächlich sehr mögen, das entfällt für die Entwickler an dieser Stelle. Daher ist es sehr, sehr, sehr populär geworden. Gut, und ja, zusammenfassend an dieser Stelle, Document Store, also das Ganze ist schemaless. Wir haben einen großen, in Anführungsstrichen, Text-Binary-Entry. Da steht dann alles drin. Wie das da drin steht, solange es JSON ist, ist uns erstmal egal. Und ich kann das aus Developer-Sicht ganz, ganz einfach ändern. JSON auf der anderen Seite ist ein Datenformat, das ist in allen Programmiersprachen zur Verfügung. Ich kann da sehr, sehr einfach hin und her wechseln in den Datenprogrammen. Ich kümmere mich nicht darum, das JSON kommt in die Datenbank rein und hoffentlich kommt es aus der Datenbank genauso auch wieder raus. Genau das ist die Idee. Gut,
Dann wird das Bild jetzt aber ein bisschen größer. Also wir haben hier jetzt die klassische SQL-Abfrage. Zu dieser SQL-Abfrage fragen Sie mich, warum, weil verstehen tue ich es nicht, zählt auch das Memcache-Protokoll. Deswegen steht das Memcache-Protokoll hier nicht explizit. Lassen wir aber mal außen vor. Also hier haben Sie diese klassische Abfrage, SQL. Das, was Sie alles von MySQL können, das geht weiter. Und hier haben wir jetzt tatsächlich einen neuen Zugriffsweg, das sogenannte X-Protokoll. Sie können auf diese JSON-Daten über das klassische SQL zugreifen oder Sie können auf diese JSON-Daten über das X-Protokoll zugreifen. Auch hier wieder, gewisse Dinge sind im MySQL-Tuning ausgeschaltet worden mit dem Effekt, damit es eben sehr, sehr viel schneller funktioniert. Genau das ist die Idee. Da gibt es auch sogenannte CRUD-Engines, Create, Read, Update, Delete-Engines, wo auch hier wieder die Syntax signifikant vereinfacht wurde, damit zum Beispiel das Parsen eines SQL-Kommandes auf Basis des MySQL-Servers komplett entfällt, damit man den maximalen Throughput hat. Dieses X-Protokoll können Sie aus ganz vielen anderen Clients, wie zum Beispiel aus der MySQL-Chef, verwenden. Oder aber, und das sind jetzt die Neuerungen, Sie können Node.js verwenden, Sie können Parser, Java oder .NET-Konnektoren verwenden. Und diese Konnektoren können eben jetzt entweder über dieses klassische SQL oder aber über das neue X-Protokoll mit dem MySQL sprechen. Deswegen, Sie erinnern sich, ich hatte gesagt, MySQL 8 wurde released. Das ist aber nur ein kleiner Teil der Geschichte, weil wenn die Konnektoren nicht die neuen Funktionalitäten unterstützen, bringt es uns gar nichts. Und deswegen, die Konnektoren sind eben größtenteils mit abgedeckt worden. Aber Sie sehen auch, da stehen noch nicht alle, hatte ich auch vorhin gesagt, die meisten Produkte sind abgedatet worden, aber leider noch nicht alle. Gut, in MySQL sind diese JSON dann die sogenannten Collections, das sind Container für Dokumente und in den Dokumenten haben Sie dann die verschiedenen JSON-Dokumenten. Sie können auch hier wieder dann Indexe bilden, Sie können Unique-Indexe und Non-Unique-Indexe bilden. Im Regelfall ist es aber aus Datenbank, aus MySQL-Sicht so, Sie haben ein Schema und Sie haben eine Tabelle und Punkt aus, das war's. Komplettes Flat-File-System. Dann sagt der DBA, Horror, ja, ist aber so. Und wir gehen jetzt darüber zu sagen, okay, also das ist vielleicht Horror, aber wenn es darum geht, das dann sehr, sehr einfach zu skalieren, weil ich halt eben nur diese eine Tabelle habe und Joins und sowas, alles halt wegfällt, macht es uns das Leben sehr, sehr einfach und daher, auf der einen Seite ist es gut, auf der anderen Seite ist es schlecht. Aber letztlich arbeiten Sie dann mit diesen Collections mit einer geänderten Syntax. Also wenn Sie über das X-Protokoll auf diese JSON-Daten zugreifen, haben Sie dann auf einmal Befehle wie add, find, modify und remove. Sie haben dann keinen select, insert, update oder sonst irgendwas mehr. Die Syntax ändert sich. Wie gesagt, Sie können nach wie vor beide Wege verwenden. Wie gesagt, der native Weg für die JSON-Dokumente ist jetzt das X-Protokoll. Gut, und ich erwähne es an dieser Stelle nur, ich mache keine Demo darüber. Alles, was Sie in JSON machen, mit dem Document Store machen, da liegt die InnoDB Storage Engine wieder drunter und Sie wissen, InnoDB Asset Compliancy. Das ist das Wichtige für uns. Das ist das, wo wir sagen, Daten, die reingehen, die müssen auch wieder rauskommen. Und deswegen, alles, was Sie über transaktionale Asset Compliance SQL-Segments kennen, ist auch anwendbar auf dieses JSON-Modell. Das ist der Key-Punkt. Also alles ist Asset-Compliance. Deswegen hier das ganz bekannte Flush@TRX-Commit, das wird ja ganz oft auf 2 gesetzt wegen der Performance. Aber es muss auch einfach klar sein, unter Umständen verlieren Sie Daten. Deswegen, ich sage dann immer, eine Bank macht es vielleicht nicht. Ich gehe mal davon aus, dass Twitter da tatsächlich die 2 verwendet, weil wenn halt so irgendwie mal 100 Posts verloren gehen, dann geht die Twitter-Welt bestimmt nicht unter. Ich kenne da aber nicht die Details dazu. Gut, so, dann gucken wir uns jetzt dieses Document Store an. So, ich bin noch hier bei meinem Daten. So, und bevor wir jetzt weitermachen mit dem Document Store, baue ich gerade den Cluster noch zu Ende, damit alles das, was ich dann in den Cluster reinschreibe, auch auf allen Systemen drauf ist. Das ist an dieser Stelle denkbar einfach. Ich muss zunächst erstmal eine zweite Instanz von dem Cluster deployen. Und damit Sie mir das auch glauben, dass das läuft, gibt es hier so eine kleine Demo, die dann im Hintergrund immer weiterlaufen wird. Hoffentlich. Na, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? So.
So, das ist eine kleine Java-Applikation und zwei von den Systemen sollten jetzt schon laufen. Der eine ist im Cluster, der andere noch nicht. Das ändern wir an dieser Stelle gleich. So, der Zweier ist deployed. Jetzt deployen wir den Dreier auch noch. Und sobald er fertig ist, nehmen wir den zweiten Server mit in den Cluster und wir nehmen dann gleich den dritten Server mit in den Cluster. Und nur der Cluster hilft uns nichts, weil na komm. Weil wir ja auch noch einen Router brauchen, der uns dann sagt, wo wir uns richtig hin verbinden. Wie gesagt, das hat nur bedingt was mit dem Document Store zu tun, aber der macht das Bild sehr, sehr viel runter. So, ich habe jetzt einen Cluster von drei MySQL-Instanzen aufgesetzt. Ich habe hier einen Router, der läuft auf Localhost. Im Moment ist der auf Port 3501 verbunden. So, und wenn ich jetzt auf meinen Cluster zugreifen will, das ist hier noch der Output von dem Router, gibt es eben das klassische SQL, was Sie machen können über 6446. Das interessiert uns an dieser Stelle jetzt nicht mehr so sehr. Wir gehen jetzt tatsächlich über die sogenannten X-Protokoll-Zugriffe drauf zu auf das 64460. Das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich einen MySQL-Schein, einen MySQL-Shell-Client aufrufe, verbinde ich mich jetzt nicht mehr auf das klassische direkte System, sondern ich verbinde mich auf dem Port 6446, greife über den Router auf den Cluster zu. Wenn einer von diesen Cluster-Installationen dann kaputt geht, hoffentlich kann ich das zum Ende noch machen, wenn die Zeit reicht, dann springt er automatisch auf den nächsten verfügbaren. Ich habe also immer ein verfügbares System. Das geht mit SQL an dieser Stelle ganz genauso. Sie haben aber auch gesehen, die Konfiguration von dem Cluster, auch das Rollout von dem MySQL, habe ich an dieser Stelle schon mit der MySQL Shell getan. Also MySQL Shell macht alles, was irgendwie X-Protokoll ist und ist cool und ist sexy, macht aber auch jetzt sehr viele administrative Funktionalitäten. Das Rollout und das Aufsetzen vom Cluster. Gut, dann gehen wir weiter. Ich bin auf meinem MySQL-System jetzt drauf. Das nächste, was ich zunächst erstmal brauche, ist, ich brauche ein Schema. Eine Datenbank. So, dieses Schema nenne ich Schema Test 2. Das andere war Test 1, das ist jetzt Test 2. So, und dieses Schema, das möchte ich an dieser Stelle jetzt verwenden. Und will zunächst erstmal gucken, ob es schon irgendwelche Collections gibt, ob es schon irgendwelche Tables gibt. Das wäre jetzt überraschend, weil ich ja eben gerade erst das Schema angelegt habe. Aber auf alle Fälle bilde ich mir jetzt meine eigene Collections, Auto. So, das Äquivalent an dieser Stelle wäre tatsächlich ein Create-Table mit einem JSON-Dokument und mit einem entsprechenden Index hinterlegt. Wir werden uns das auch gleich anschauen. Aber wie gesagt, DB, Create Collection Auto und there we are. Ich kann jetzt Daten in dieses Auto-Schema reinpumpen. Das mache ich jetzt auch. So, es gibt jetzt verschiedene Autos, die ich hier habe. So. Also DB Auto Add, also in die Datenbank Auto. Nimmst du diesen JSON, String, Title, Audi, Text, Limousine, Code 42, Referenz BN. Das sehen Sie dann schon die Referenz zu dem Memcached-Theme nachher mit rein. Ja, das wäre mein erster Datensatz. So, jetzt brauche ich noch ein paar mehr. Und jetzt sehen Sie auch, warum ich das immer copy und paste. Weil so schnell bin ich nämlich im Tippen nicht. Das ist Nummer 2. Und das ist die Nummer 3. Und das ist die Nummer 4. Und so, und an dieser Stelle erstmal Stopp. Sie sehen schon, dass die Daten eine unterschiedliche Struktur haben. Die haben eine unterschiedliche Struktur im Sinne, dass der erste
Ist der noch zu sehen? Der hat hier was Code 42, das haben die anderen nicht. Das ist genau die Idee. Also Sie können da Informationen dazunehmen, Informationen wegnehmen, wie Sie das wollen. Das ist genau diese Idee, dieses Schemaless. Ja? Und dann wollte ich jetzt hier dazufügen, also DB Auto Add, let's try something stupid. Ja, das nimmt er nicht. Das nimmt er nicht. Nicht wegen der Schema, nicht wegen der Struktur, sondern weil das kein valides JSON ist. Da fehlen die JSON-Strings an dieser Stelle einfach. Also so ganz ultrafrei bin ich nicht. Ich muss mich halt an JSON halten. Aber ansonsten kann ich da schon ganz viel damit tun. So gut. Also, ich habe jetzt hier schon Daten in meinem System drin. Das nächste wäre jetzt, dass ich sage, okay, aus Datenbanksicht wäre das ein Select und aus JSON-Sicht wäre das ein Find. Also in diesem Beispiel, ja, gibt mir die Autos zurück und limitiert das Ganze auf 2 und da habe ich also hier mein, weiß ich nicht, Audi und mein BMW. Relativ einfach, ja. Wenn ich jetzt sage, okay, jetzt wissen Sie auch gleich, warum es dieses Code 42 gibt. Ich habe ja irgendwie ein Beispiel gebraucht. Ich möchte jetzt nur tatsächlich eine gewisse Limousine sehen. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, also die Limousine, die diesen Bestandteil Code 42 hat, die möchte ich an dieser Stelle auslesen. Wenn Sie sagen, okay, ich möchte hier einzelne Daten dann updaten, funktioniert es grundsätzlich genauso auch wie in dem normalen klassischen Select, nur dass die Syntax halt ein bisschen anders ist. Also hier wieder Datenbank Auto Modify und dann suche ich eben die Code 42 und ersetze das Ganze dann durch 43. Ja, könnte man auch. Genau. Gut, so. Und dieses Auto, was immer das jetzt auch für eine Marke gewesen ist, brauche ich an dieser Stelle nicht und die könnte ich jetzt einfach entfernen. Wobei ich doch, glaube ich, jetzt hier einen Fehler gemacht habe. Ne? So, könnte ich dann einfach entfernen und mein Auto, was immer das auch gewesen ist, wäre weg. Also Sie sehen schon, diese Sprache mit dem SQL-Server an dieser Stelle ist unendlich viel einfacher wie jetzt ein entsprechendes Select. Nachher kommen dann auch noch die Beispiele für JSON und für andere Programmiersprachen. Gut, ja, das ist mein MySQL. Jetzt wollen wir mal gucken, wie sieht die Welt aus klassischer SQL-Sicht aus. Da könnte ich auch wieder am einfachsten meine Workbench nehmen. Ich refresh einfach jetzt mal hier mein Schema und sehe, okay, also hier gibt es dieses Test 1, das war ja mein Telnet gewesen. Und hier gibt es jetzt dieses Test 2 und aus SQL-Sicht betrachtet heißt das Ganze dann irgendwie so. Ja, also ich sag mal, eines kann man sofort mappen, da gibt es hier noch einen Identifier, der vergeben wird. Im Großen und Ganzen ist das selbsterklärend. Die Struktur ist halt eine andere, als wenn es eine Columns-Struktur wäre, aber das Datenhandling ist genau dasselbe. Gut, das Erste, was mich dann mal schon mal stören würde, es gibt nicht sowas wie einen Unique Identifier, es gibt sowas wie einen Index nicht. Ne? Wir sind ja immer noch bei relationalen Datenbanken. So, und das könnte ich jetzt ganz einfach nachholen, indem ich sage, okay, aus MySQL-Sicht, also lieber Entwickler, das ist deine Sprache, mit der kannst du auch gerne arbeiten. Aber ich pflanze dir einfach nochmal hier einen Generated Column drunter. Und jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ah, ja, okay. So, und ich hau dir jetzt einfach hier nochmal einen Index mit drauf. Das heißt, also jetzt übersetzt, ich habe hier einen, also alter Table Auto ist, denke ich, klar. Ich generiere hier eine neue Column, eine virtuelle Column. Das ist eine Varchar 32 oder 32 und die beziehe ich aus meinem Doc-Dokument. Das Doc-Dokument ist das Autodokument hier in meiner Tabelle und aus diesem Doc-Dokument hole ich mir meine Referenz raus. Blöderweise habe ich jetzt die Namen, fällt mir jetzt gerade auf, falsch benannt, aber Sie erinnern sich vielleicht, in dem Auto gab es eine Referenz, die sollte dann auf das Auto kennzeichnen. Blödes Beispiel, ich muss den Namen ändern, aber Sie haben trotzdem die Idee, ja? Sodass, wenn ich mir jetzt also meine Table nochmal anschaue, hat sich da ein bisschen was geändert. Es gibt jetzt, hier ist dieses Doc-Dokument, auf das ich referenziert hatte, und hier gibt es jetzt tatsächlich diese Generated Reference, und da sehen Sie hier schon, also Köln, Bonn und Hanau, ja? Ganz einfach. Gut, jetzt könnte ich noch sagen, okay, ich erwarte sehr, sehr viele Dokumente. Also das Nächste, was ich dann tatsächlich wahrscheinlich machen würde, ist, dass ich sagen würde, okay, wahrscheinlich will ich einen Index draufsetzen, einen Index auf dieses Generated Reference, sodass, wenn ich sehr, sehr viele Daten habe, diese entsprechenden Informationen sehr, sehr schnell raussuchen kann. Sehr, sehr viele Daten heißt dann halt im Bereich von Millionen, dann macht dieser Index halt schon einen ganz signifikanten Unterschied. Der Entwickler weiß davon nichts. Das ist jetzt die reine Datenbanksicht. Das ist genau die Idee.
So, jetzt haben wir an dieser Stelle hier diese zwei Extreme. Und Sie erinnern sich, ich hatte gesagt, es gibt die relationale Datenbank, also klassisches SQL, es gibt die Telnet-basierten Daten und es gibt die Document-Store-basierten Daten. Und ich hatte schon gesagt, naja, also so ganz vergleichbar mit Redis sind wir nicht und so ganz vergleichbar mit Mongo sind wir an dieser Stelle auch nicht. Aber was wir jetzt eben sehr, sehr gut können, ist, wenn ich sage, okay, also ich habe jetzt hier meine Daten und ich habe jetzt Daten aus meinem Memcache-basierten Protokoll, das war diese Test-1-Demo gewesen, und ich habe meine Test-2, das waren die JSON-basierten Daten. Und Sie sehen schon, ich fange jetzt an, also ich lese die Daten aus von Test 2, ich mache einen Left-Join, also ich nehme mir die Referenztabelle, die Autos, und mache jetzt hier einen Join auf mein Gen 2, also auf meinen referenzierten Index. Dieses JSON-Unquote, Sie erinnern sich, der nimmt diese Quotes aus meinem Feld raus und setze diese Daten jetzt mit dem anderen Extrem an dieser Stelle, mit dem Telnet, mit den Memcache-basierten Daten gleich und kann an dieser Stelle jetzt tatsächlich, wenn ich es dann richtig gemacht habe, meine Daten rauslesen. Ich habe jetzt wieder meine ja denormalisierten Tabellen zusammengefügt. Das Interessante ist, das sind halt keine wirklichen ja SQL-klassischen Daten. Das eine ist ein JSON-Dokument, das andere ist das Memcached. Und hier ist jetzt genau der Vorteil, den MySQL ausspielt. Wir können tatsächlich auf Basis der relationalen Datenhaltung diese verschiedenen Welten zusammenführen. Das ist der große Vorteil. Wenn Sie mal überlegen, also Memcached ist ja auch, wie gesagt, etabliert in anderen Technologien, was Sie jetzt in Aufwand betreiben müssten, diese Memcached-Daten in Relation zu bestehenden Adressdaten zum Beispiel zu setzen, das machen Sie alles auf Basis von MySQL. Also ohne da jetzt die Details zu kennen, aber das muss sehr viel schneller sein, weil es ist ja tatsächlich alles auf einem System abgebildet. Das ist die Idee, die wir mit MySQL 8 verfolgen und das ist das, wo MySQL eben seine Vorteile in Zukunft ausspielen soll. Wenn Sie nur Mongo haben, ich weiß es nicht, dann wird Mongo wahrscheinlich schon besser sein. Und wenn Sie nur Redis haben, dann wird wahrscheinlich Redis auch schon besser sein. Aber wenn Sie halt diese drei Welten verknüpfen wollen, da ist MySQL tatsächlich im Moment eine sehr, sehr gute Lösung. Das ist das, was wir mit MySQL 8 forcieren. Ja, bitte. Also wir haben ja den JSON hier auf Basis nicht der JSON-Daten gemacht, sondern der Join ist ja erfolgt auf Basis der generierten Column. Wir haben die Daten erst aus... Genau, und das benutzt er dann auch. Das heißt also, ich bin nicht so wie der Markus Wiener an dieser Stelle, ja, aber es ist ein ganz normaler Index. Und so wie der normale Index funktioniert, so würde er es hier auch machen. Und alles andere ist einfach nur Beiwerk, das hinten dran. Das würde die Sache nicht in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Dann fängt er an zu rödeln. Genau, dann fängt er an zu rödeln. Genau. Genau, dann würde er anfangen zu rödeln, dann müsste ich mit einem Full-Text-Search erstmal raussuchen. Also das wäre, weiß ich nicht, Faktor 1000 oder was, teurer und langsamer, definitiv. Genau. Wenn Sie jetzt nur in den JSON-Daten mit dem MySQL-Exporter suchen, ja, dann ist es auch Full-Text? Dann ist es, genau, dann ist es nichts anderes wie ein InnoDB-Full-Text-Search, genau. Da ist keine Magie hinten dran. Nein, da ist... Stand heute ist da keine Magie hinten dran, aber das ist natürlich auch ein relativ common request, ja. Aber da ist keine Magie hinten dran. Das würde dementsprechend auch sehr lange dauern, ja. Genau. Also je nach Datenbankgröße halt, ja. Oh, Entschuldigung, ich habe dich ignoriert. Also zusammenfassend wurde A gefragt, also was ist denn, wenn ich jetzt hier keine generierte Column habe und ich mache jetzt eine Volltextsuche auf Basis eines Textfelds, was da irgendwo drinne steht, und hatte ich gesagt, das ist nichts anderes wie ein InnoDB Fulltext Search und dementsprechend lange würde es dauern. Die erste Frage war gewesen, ja, was verwendet er denn jetzt zur Indexbildung, zur Referenzierung? Da hatte ich gesagt, er nimmt diesen referenzierten Generated Column Key, den nimmt er zur Indexierung her, da ist ein Index drauf, dementsprechend schnell sollte das sein. Ich könnte mir auch JSON-Kommandos vorstellen, wo ich jetzt, weiß ich nicht, auf Basis, keine Ahnung, hier Kombi-Wenn oder was suche. Das wäre ein Full-Text-Search, das würde lange dauern. Dann habe ich das JSON, dann habe ich den Join, der würde lange dauern. Das würde alles sehr, sehr lange dauern im Endeffekt. Ja, gehen würde das, aber ich weiß nicht, ob das dann so der Sweet Spot wäre. Da muss man dann vorsichtig sein. Klar? Auf was? Auf die? Was genau?
also vielleicht der Execute, okay. Okay, also die Visualisierung geht wohl nicht. Das wusste ich auch nicht. Nee, aber ansonsten, auf was achten Sie? Also, okay, also ich weiß nicht, warum der Execution-Plan nicht visualisiert wird. Vielleicht wird er an dieser Stelle. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Gut. Ja, klar. Mhm. Nein, diese GenRef-Spalte ist Read, also die wird ja nur berechnet. Das heißt, ich kann da manuell nicht intervenieren. Also das ist eine Read-Only-Spalte. Ja, wird die, genau, wird es sich die automatisch mit updaten. Dieses Update ist Teil der Transaktion. Genau. Gut, ja. Mal ganz zusammengefasst, also wie gesagt, es gibt dieses Session Create Schema, ja, Create Database, ja, es gibt dieses DB Create Collection, ja, Create Table, ja, Get Collections, Show Tables, My Collections Add, ja, Insert und was dann halt alles kommt. Dann gibt es das Find, das wäre halt das Select, und dann gibt es diese Limit Clause, ja, Select Find und dann halt irgendwie hinten dran auch eine Limit Clause oder Sortierung oder sonst irgendwas. Also das kennt man dann alles schon aus dem Select und aus den SQL-Statements. Es heißt halt alles ein bisschen anders. Typischerweise hat man sich da aber innerhalb eines Tags eingearbeitet. Wenn man Select, also wenn man die entsprechenden SQL-Äquivalente kennt, geht es sehr, sehr schnell. Bitte? Es sieht alles fast so aus wie MongoDB. Und das hatte ich jetzt nicht gezeigt, aber glauben Sie mir es einfach, dann gibt es ja, ne, also die Transaktion, normalerweise ist alles auto-committed in MySQL, wenn Sie es nicht umgestellt haben. Und das gibt es entsprechend an dieser Stelle auch, also Start Transaction und Rollback, genauso äquivalent wie dem Commit der Start Transaction in MySQL. Gut. Das, was ich Ihnen eben gerade so gezeigt habe, das geht eben jetzt nativ mit einigen Konnektoren auch, wie gesagt, nicht mit allen. Allen vorne dran, ganz klar Node.js. Ja, und jetzt mache ich so ein bisschen den Link zum Anfang. Ja, es ist halt einfach die Programmiersprache, die wahnsinnig oft verwendet wird. Man kann halt einfach alles ganz, ganz schnell hochziehen. Man braucht auch keine, ich will jetzt keinem Node.js-Entwickler zu nahe treten, aber man braucht auch keine übertriebenen Development-Kenntnisse. Man kommt da ganz, ganz schnell mit ans Ziel. Das ist ja letztlich so ein bisschen die Idee. Gut, und die MySQL Shell, wie gesagt, ist ein neuer Bestandteil. Alles, was Sie früher konnten, können Sie mit der MySQL Shell auch. Aber Sie können sehr, sehr einfach mit lokalem Code interagieren. Vor allen Dingen Python und JavaScript macht es sehr, sehr einfach. Also Sie haben gesehen, wie ich die Datenbank ausgerollt habe. Ich schreibe mir ein kleines Python-Skript und dann habe ich irgendwie 20 MySQL-Instanzen ausgerollt. Das dauert irgendwie 2 Minuten oder so. Das geht auch mit Hand relativ schnell, aber der Trend ist ja zur Automatisierung und das kann ich tatsächlich alles sehr, sehr machen. Hier noch das kurz Versprochene, also wie gesagt, ich bin kein Entwickler an dieser Stelle, aber das wären die entsprechenden Äquivalente. Sie können sich die Folien nach runterladen, soweit ich weiß. Gucken Sie sich dann einfach mal an. Das sind alles Beispiele aus der Dokumentation. Die Dokumentation ist da sehr ausführlich drüber. Gut, das war dieses Combining the Different Worlds, was ich Ihnen gezeigt habe mit diesen, mit einem entsprechenden Join auf die Baden. Und die Frage ist halt immer, ja, DBMS oder NoSQL. Also man kann schon beides machen. Ich würde aber an dieser Stelle schon einschränkend sagen, es geht nicht alles, was man vielleicht von anderen NoSQL-Produkten könnte, aber man kommt schon sehr, sehr weit. Das große, große Gap an dieser Stelle möchte ich auch nicht verheimlichen, ist tatsächlich das Sharding, was Stand heute noch nicht geht. Wer den Vortrag, das ist der Mike Zinner, das ist the brain hinter Document Store, ein Österreicher, kennt, der weiß auch, dass der das dann immer schon zeigt mit dem Sharding und dann haben sie irgendwie 100 MySQL-Instanzen, die sie auf Knopfdruck ausrollen können. Das ist alles jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Die MySQL 8 Basics sind tatsächlich an dieser Stelle schon da. Und bevor ich dann jetzt beende, eine Sache noch, ich werde die Installation dann gleich nochmal zerstören. Es geht nochmal jetzt um den InnoDB Cluster, der ist auch Bestandteil von MySQL 8, der ist auch schon in MySQL 5.7 drin, aber die MySQL Shell ist eben so die essentielle Komponente und dann können wir auf Fragen eingehen. Ich kann Ihnen dann nur nichts mehr Praktisches zeigen, weil dann ist der Cluster halt kaputt, ne? Dann müssten wir erst, also von der Seite, wenn Sie irgendwelche praktischen Fragen hätten, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, weil noch läuft er. Oder ansonsten können wir das auch einfach dann, ich zerstöre das Ding jetzt einfach mal, das ist gut. Also okay, ich bin jetzt hier auf meinem Cluster-System und sehe im Moment, dass ich nichts sehe. So. Und
Ja, Sie erinnern sich, hier war irgendwo das Bild gewesen. Das ist hier diese Applikation. Und ja, jetzt geben wir da mal ein bisschen mehr Last als mein Getippsele drauf. Der Standardaufbau ist, einer ist Read-Write, die anderen sind nur Read. Kann man jetzt, wie gesagt, über den Router sehr einfach adressieren. Und hier habe ich jetzt, das sind keine JSON-Daten, das ist SQL, habe ich jetzt so eine Polygon-Farm und ja, jeder Strich sind irgendwie 10 Queries, die in die Datenbank eingeschrieben werden und sollen dann von den Slaves gelesen werden. Soweit ist das unspektakulär. Wichtig an dieser Stelle ist, die Connection ist jetzt also Load über den MySQL-Router. Der MySQL-Router kennt die Verknüpfung des MySQL-Clusters. Im Moment hängt der auf 5301 und dementsprechend ist das natürlich auch mein bevorzugter mein bevorzugtes Target. Also gucken wir jetzt einfach mal, wo der läuft hier, der 3501. So, also der läuft auf 4976, ja, und dem ziehe ich jetzt einfach mal gleich den Boden unter den Füßen weg. 4976. Ist doch richtig, oder? Nee. Oh, Entschuldigung. Oh, ja, okay. Entschuldigung. Kill minus 9, so, und jetzt ziehe ich dem den Boden weg. 3672, richtig? 27. 3627. So, bei Default hat der einen Timeout von 3 Sekunden, der Router, und er müsste in 3, 2, 1, na komm, arbeitet er weiter. Also mein Cluster, haben Sie gesehen, hat seine Struktur geändert. Ja, also das war ja früher der, der die ganzen Updates bekommen hat. Dem habe ich jetzt einfach gesagt, kill. Geben Sie mir noch 2 Minuten, ich bekomme Anzeichen, dass ich beenden soll. Noch 2, 3 Minuten, ja. So, dem habe ich jetzt den Boden unter den Füßen weggezogen. Sie haben vielleicht gesehen, die Clusterstruktur hat sich geändert. Das Read-Only-Flag ist entfallen. Das ist jetzt mal ein neues Target. Und Sie sehen, der Router connectet hier jetzt auch tatsächlich wieder auf 3502. Ich könnte jetzt hier irgendwelche Updates machen, CPU, Memory oder was weiß ich dazu nehmen. Könnte den auch wieder starten. Bevor wir den ganz zerstören, starten wir den einfach auch noch mal kurz. 3501. Ach. So, 3501, 3501 und jetzt Start.sh. So, ja, der hat ja jetzt mittlerweile einen anderen Status quo wie dieser Server. Das heißt, bevor der sich jetzt joinen wird, muss er sich erst synchronisieren. Das macht er jetzt. Das dauert einen kleinen Augenblick. An dieser Stelle, wenn mein Manager, ich brauche mal wieder ein neues Notebook, was schneller ist, aber das ist eine andere Sache. Also der synchronisiert sich jetzt hier und in dem Moment, wo der denselben Status quo hat, ist er tatsächlich wieder ein Member-Mitglied. Dieses ganze Cluster-Building basiert auf Quorum-Bildung. Solange ich zwei Systeme habe, die den gleichen Status quo haben, läuft der Cluster weiter und in dem Moment, wo ich zwei Systeme runterbringe, was ich jetzt gleich machen werde, werden Sie sehen, dass der verbleibende Server auch sterben wird und dann ist das System erstmal wieder kaputt, dann müsste man irgendwie Hand anlegen. Machen wir jetzt hier vielleicht erstmal einen ordnungsgemäßen Stopp, weil ich das jetzt hier gerade habe. Und das andere wäre, ich ziehe dem 3502 jetzt auch noch den Boden unter den Füßen weg. Und Sie werden sehen, dass die Applikation dann automatisiert stehen bleibt. So, einen kleinen Augenblick. 4220. So, der fällt raus. Quorum kann nicht mehr gebildet werden. Cluster ist nicht mehr konsistent. Applikation läuft weiter. Das ist jetzt merkwürdig. Okay. Hätte ich nicht erwartet. Ah, okay, gute Frage. Warum läuft er weiter? Habe ich wirklich diesen Prozess gekillt hier? Nee, habe ich nicht. Was habe ich denn gemacht? Genau, ich habe den gracefully gestoppt. Also mit Kill ohne minus 9 ist er graceful gestoppt. Das wäre ein ordnungsgemäßer Shutdown, dann läuft er weiter. Sorry, war ein Fehler. Hätte ich Kill minus 9, glauben Sie mir jetzt einfach mal, dann läuft die Applikation nicht mehr weiter. Ja? Also wenn sie dann auch noch weiterläuft, dann bin ich irgendwo anders connected. Okay, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Wenn es noch Rückfragen gibt, haben wir noch? Okay, dann machen wir noch einen kleinen Augenblick Fragen. Ja. Alles, was ich Ihnen gezeigt habe, ist Open Source. Alles, also Sie haben nichts gesehen, was in irgendeiner Weise kommerziell. Für kommerzielle Anwendungen wäre das frei zu verwenden. Ja.
Genau. Also es gibt, MySQL ist auf Basis der GPL V2. Soll ich die Frage noch wiederholen oder? Bitte? Okay, also die Frage war gewesen, wie ist das Lizenzrecht? Wir warten mal einen kleinen Augenblick. So, die Frage war zweigeteilt, wie ist die Lizenzbedingung und die, jetzt weiß ich die Frage schon nicht mehr. Also die erste Frage war gewesen, also alles, was ich Ihnen gezeigt habe, war tatsächlich die Community-Version. Ich glaube, das war auch die Community-Version, die ich hier verwendet habe. Also das hätten Sie auch alles mit der Community-Version machen können. Und die zweite Frage ist, wie sind die kommerzielle Bedingungen, wie sind Lizenzbedingungen. Wenn Sie auf die mysql.com-Seite gehen, dann finden Sie die im Detail und dann steht sinngemäß, wir lizenzieren den physischen Server. Ein physischer Server hat bis zu 4 Sockets und dann steht da der Lizenzpreis, das wären $5,000. Das sind Informationen, mysql.com sehen Sie das auch. Und da haben Sie dann den Support dafür und da gibt es noch eine ganze Menge Tools drumherum, die ich Ihnen aber nicht gezeigt habe. Es gibt Monitoring, Backup, Authentisierung, Security. Da gibt es ein ganzes Bunch von Funktionalitäten on top auf MySQL. Aber an dieser Stelle ist es mir ganz wichtig auch zu erwähnen, die Core-Datenbank-Funktionalitäten sind identisch. Deswegen alles, was ich Ihnen gezeigt habe hier, ist Community. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, auf Basis eines physischen Servers, $5,000, das wäre das, was Sie von den Support-Seiten bekommen. Ansonsten müssten Sie direkt mit jemandem vom Vertrieb sprechen. Ja. Okay, weitere Fragen? Okay. Dann wünsche ich Ihnen jetzt aber einen guten Appetit und wenn es noch Fragen gibt, ich bin am Stand. Dankeschön.